Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Heute geht's weiter in Richtung Osten, nämlich mit Urki dem Denker. Ja, ich habe jetzt auch häufiger seinen Spitznamen schon angezweifelt. Und ich sehe da links oben eine Nachricht, die ich nicht ganz verstehe. Gut, die scheint... Ich hoffe, sie ist nicht wichtig. So, und hier kommen wir mit unserem Säbelzahntiger nicht weiter. Er ist ein bisschen zu blöd, eine Treppenstufe zu nehmen. Na, Moment. Wir brauchen Südsteinstaub. Hört ihr das? Das ist irgendwas im Spiel. Irgendwas im Spiel piept die ganze Zeit. Was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben mittlerweile den Kapala-Splitter erhalten. Jetzt ist das doofe Gepiepe endlich weg. Na danke. Okay, huh. Okay, gut. Und die Info ist jetzt auch weg. Und wir haben die überragende Jägerhöhle. Ja, das ist die ich auch mit Uplay-Punkten freigeschaltet habe. Da bekommt ihr so ein bisschen wie bei Microsofts hier Gamerscore, bekommt ihr Punkte für das Erfüllen von bestimmten Aufgaben. Bei Ubisoft-Spielen entsprechend hier. Und ja... Jetzt sag nicht, dass du... Du willst Ärger machen. Zweimal in den Hintern. Und viermal in den Hintern, glaube ich, geschossen. Ja, das würde, glaube ich, auch ich nicht aushalten. So, da können wir schön hochklettern. Ja, die Ubisoft-Punkte könnt ihr dann entsprechend... oder Uplay-Punkte könnt ihr dann entsprechend für Belohnung... ausgeben und ich habe mir halt alles bei Far Cry Primal und bei Trackmania Turbo geholt. Yes! Das ist ziemlich, ziemlich cool und jetzt habe ich da alles. Okay, rein geht's zu Urki dem Denker. Stark wie ein Stein, hilf Urki sich vor den Udam zu schützen. Will er nicht mehr fliegen? Schade. Urki. Ash Urki Udam Pash. Urki Udam Momosh. Udam Urki Karsa. Oh, Longta! Longta! Oh. Buriquala, Urki, Sawhata. Tikauti Udam Gwarui, Malmashta, Nashashwebal. Oh man. Nashash, why bow? Yeah, Nashash, why bow? Urki shash, why county dowsa? Ushash, Urki yihwada. Yeah, Ushash, Urki yihwada. Shash county Dahamas, hafu pow song, waru shanchi. Woo hoo hoo! Go! Hey, man muss sagen, beim letzten Mal habe ich ihn ausgelacht, aber er ist halt schon ein Visionär. Hier hat er jetzt eine Rüstung im Kopf. Also, so eine richtige Rüstung, die man sich überzieht. Und das ist ja gar nicht mal so blöd an sich. Ich meine, auch der Versuch zu fliegen, natürlich, es war ein sehr, sehr großer Fehlschlag. Und das war auch sehr, mehr als dumm. Aber trotzdem, er versucht's. Er ist so der Daniel Düsentrieb der Steinzeit. Auch wenn man die Cleverness nicht ganz vergleichen kann. Aber gut, wir reden auch von mehreren tausend Jahren Unterschied, was die Intelligenz vor allem betrifft. So, und hier geht's jetzt zu Urki-Steinen. Okay, gut. Was auch immer Urki-Steine sind. Na, ich sehe es schon kommen, da sind doch Isilas, oder? Auch wenn da stand, dass wir ihn vor den Udams beschützen müssen. Hier sind doch mit Sicherheit Isilas. Die habe ich jetzt schon gesehen. Da hinten, hier ist einer in Blau. Na komm, den sieht diese doofe Eule nicht. Ja, genau, da. Da ist noch einer. Fischen. Da ist ein Krokodil. Heidewitzka.
Wow, da wird einer von einem Krokodil gerade. Wie geil ist das denn? Der wurde von einem Krokodil zerfleischt. Habe ich eigentlich die Geschichte von dem Krokodil erzählt, dass... Na Moment, wir können den hier attackieren. Dass den Arm eines anderen Krokodils aufgefressen hat. Die haben ja diese Technik, die beißt... Achso, das sind sogar zwei. Oh. Die haben ja die Technik, dass die etwas beißen und dann entsprechend sich drehen. Und dann hat einer quasi den Arm von einem anderen Krokodil angebissen und hat sich schön zweimal gedreht, also zwei Schrauben gemacht und hat dadurch den Arm von dem anderen abgerissen, wo ich mir dann auch gedacht habe, was seid ihr für crazy Viecher, Alter. Was zur Hölle. Okay, gut, er hat uns nicht entdeckt. Oh Mann, was für eine geile Präzision. Ich liebe diese Waffe. Okay, sie kommen rüber. Yo, yo, yo. Ach, geil, die können hier eigentlich gar nicht hin, ne? Hallo? Ich hoffe, das gefällt dir. Wo ist denn der andere eigentlich? Ach, der ist tot. Mach's gut, mein Lieber. Zwei Fähigkeitenpunkte bekommen. Jawohl. Nein, ich will eigentlich nicht auf die reiten. Das ist schrecklich. Das Reiten hätte man noch verfeinern müssen. In Red Dead Redemption war es das Geilste, was es gab. Ja, lass mich raten, da ist... Ja, genau, wieder so ein Bienendingens. Okay, wir suchen Urkisteine. Wer ist er eigentlich? Oder ist es eine Frau? Es schien eine Frau zu sein, da wir keine Punkte bekommen haben. Was ich ziemlich sexistisch finde. Ne, das geht gar nicht in Ordnung. So, wo haben wir die Steine? Ach, hier haben wir einen, glaube ich. Ja, ein Urkistein. Statt Urgestein, Urkistein. Hier haben wir einen. Und da am Wasser haben wir auch noch einen. Beim Steg, genau. Da, genau, das ist er. Ja, schön. Ja, und die Taschen sind rabbelvoll. Trotzdem, wir können noch nicht alles bauen, was wir theoretisch bauen könnten. Ich habe nach der richtigen Form gesucht, nach dem Konjunktiv, weil wenn ich sagen würde, wir können nicht alles bauen, was wir bauen können, klingt das ein bisschen komisch. Aber ich habe es gerettet. Puh. Ja, komm, mein werter Begleiter. Jetzt können wir doch nochmal eine Runde hier sprinten. Autsch. Das tut ihm zum Glück nicht so viel. Moment, Grünblatt nehmen wir mit. Na, ich könnte mir sogar die Fähigkeit verleihen. Nee, nicht das mit der Fallhöhe, auch nicht das, sondern... Was ist das jetzt nochmal? Fallen richten mehr Schaden an. Ja gut, brauchen wir nicht wirklich. Hier bei der Sammlerin. Heute eins. Ach stimmt. Das mit den Pflanzen habe ich mehrmals schon gesucht, aber mehrmals nicht gefunden. Ich weiß nicht, wann ich das lernen werde, dass es diese Fähigkeit... Was ist denn jetzt passiert? Leider nicht gibt. Der Controller hat gerade vibriert. Einfach so. Ah, okay, wahrscheinlich bin ich irgendwo gegengerannt. Das Missionsgebiet wird verlassen. Ich suche doch nur nach einem Weg nach oben. Autsch.
Der beschwert sich gleich auch so. Bist du blind? Ich guck nach oben. Dämlicher Tiger. So, mal gucken, was Urki draus machen kann. Ja, okay. Das war wirklich die nahegelegenste Lösung. Ich hatte es aber nicht gesehen. Das ist der Call of Duty Black Ops 3 Dash. Sehr gut. Einer von euch hatte mal kommentiert, dass er klingt wie ein besoffener Brite, und das stimmt. Das stimmt einfach 1:1, also wirklich, der klingt einfach wie ein besoffener Brite. Wie so ein irischer Mensch, wo ich die? Okay, tu es. Wirf einen Speer auf Urkis Brust. Alter, du bist ein bisschen bekloppt. Habe ich den jetzt gekillt? Oh nein! Warum haben wir es nicht erst mit einem scheiß Pfeil probiert? Warum wollte er direkt einen Speer haben? Jetzt wollen wir aber auch, dass er garantiert tot ist. Einfach ins Feuer werfen. Maximum Disrespect. Hey, hier kommen wir nicht mehr rein. Schade. Lebt der Typ noch? Was machen die Affen hier eigentlich die ganze Zeit? Die rennen hin und her, ganz panisch, haben nicht die leiseste Ahnung, was sie machen sollen. Ja, also ich hatte gedacht, dass wir heute mit Urki irgendwie ein bisschen mehr Spaß haben werden, aber ja, das war ein kurzer Spaß. Gut, dann würde ich sagen, wir haben aber auch so gar nicht mal mehr so viele Missionen, die wir in Angriff nehmen können, ne? Haben wir hier noch was? Ja gut, die Dorfmissionen... Ja, die Einwohner sagt's denen nicht, aber die sind mir eigentlich egal. So, das Wichtige ist erstmal, die Leute hier rauszuschaffen aus der Welt und die hier. Dass wir quasi als einzige überleben. Ja, auch schon damals war die Zeit von Patriotismus geprägt. Wer sind die Besten? Wir sind die Besten. Das war das Motto vieler Stämme. Ich fände es geil, wenn der Tiger das auch so machen würde. Wenn er einfach mitkommen würde, so, ja, ich schmeiß jetzt auch mal so einen Enterhaken. Ach ja, entspannt nach oben gehen. Oh. Und dann geht's nicht mehr nach oben. Doch, darüber. Oh Mann, ey. Wenn das wirklich einer in der Steinzeit machen würde, ich glaube, die würden so ein Foreshadowing zum Mittelalter geben und den als Hexer verbrennen. Oder vielleicht würden die seine Kräfte für einen selbst nutzen. Ich meine, jemand, der so durch die Lüfte schwingt, der muss damals so wie für uns Spider-Man gewesen sein. Also... Die Leute damals haben ihn so angesehen, wie wir heute Spider-Man sehen würden. Yo, der Grizzly. Alter. Zerfleischt nicht unsere Teammates. Oh. Aber wie viel größer der auch ist als unser Säbelzahntiger. Okay, um ihn herumlaufen. Die Circle-Taktik. Die funktioniert auch perfekt in Dark Souls. Vor allem Dark Souls 2. Moment, brauchen wir da nicht was? Südsteinstaub brauchen wir für den Speer. Hier brauchen wir Großelchhaut. Und so viel mehr eigentlich haben wir nicht mehr. Doch, hier Hüllenbärenfeld. Ich wusste doch, dass wir das für irgendwas brauchen. Bombengürtel. Ah. Weniger Schallschaden. Pflanzen erkennen. Das sind immer dieselben Fähigkeiten jetzt. Moment, können wir dich looten?
Tut mir leid, dass du tot bist. Kann man halt nichts machen. So total emotional. Nee, Quatsch. Natürlich tut es mir leid um meine werten Dorfbewohner, um meine Stammesangehörigen. Aber rein faktisch gesehen kann man halt nichts machen. Tut mir leid. Oh, der Weg dahin ist auch echt steinig und lang. Dieser Weg. Oh, wie komme ich denn da rüber? Ach, die Daisha-Hand, die liegt da unten irgendwo. Nö, ich habe keinen Bock, einen Wasserfall runterzuspringen. Wenn du da ein bisschen falsch aufkommst, dann ist dein Rücken für ein bisschen mehr als nur ein paar Tage rot. Kannst dich gerade mit Ketchup einschmieren und dann bist du weniger rot. Okay, irgendwo hier müsste der Höhlenbär sein. Moment, der ist hier. Ah, ich hätte gar nicht mal da den Umweg nehmen müssen. Ach Moment, hier ist Südsteinstaub. Oh Mann, wenn ich jetzt runtergespült werde. Puh. Dreimal sogar, sehr gut. Damit können wir bald unseren Speer verbessern. Noch ein bisschen brauchen wir. Ach so, ich konnte die Keule anzünden. Ne, da bleiben wir einfach so, mal ohne angezündete Keule. Jetzt zum Beispiel wäre die eh gelöscht worden. Oh, Beißfische. Oh, was haben wir denn da? Ah, irgendwas Seltenes muss sich hier drin verbergen. Südahorn. Südstein? Na, warum kein Staub? Das wäre jetzt natürlich cool, wenn ich Südsteinstaub zerschlagen könnte zu Süd... Südstein zu Südsteinstaub zerschlagen könnte. So rum. Ich meine, ich habe zwar keinen Klebstoff, um Südsteinstaub zu Südstein zu machen, aber zerkleinern geht immer. Seltenes Weißjagdfell. Ja, leider brauchen wir das alles kaum noch, ne? Da brauchen wir halt wirklich das meiste nicht mehr von. Das ist so ein Effekt, den man bei allen Far Cry-Spielen eigentlich irgendwann sieht, dass man die ganzen Felle und so weiter und so fort nicht mehr braucht. Alter Verwalter, großer Narbenbärjagd. Das wird jetzt geil. Erstmal hier ein Schlafplatz. Bestienmeisterjagden. Ja gut, das kennen wir eigentlich schon. Okay, gehen wir mal rüber. Oh, wer ist denn hier? Kein Verbündeter. So, beide erledigt. Okay, wir bräuchten, glaube ich, auch tendenziell noch Speedbooster. Wir gucken mal ganz kurz, wo wir auf der Map sind, denn ihr seht, hier ist quasi so eine Einbuchtung. Man kommt da halt wirklich nur durch den Wasserfalldurchgang. Oh, und das habe ich jetzt nicht entdeckt hier, die beiden Taschen. Na, okay, die eine liegt hier, glaube ich, bei dem Durchgang durch den Wasserfall, also Höhle der Stärke, okay. Hier geht es wirklich durch den Wasserfall, hier haben wir ihn quasi umrundet. So, und hier hätten wir ein Leuchtfeuer, einen unbekannten Ort. Ja, und ihr seht allgemein, was hier alles los ist. So, und hier haben wir die... Sind es die Tatzen des Bären? Nee, ich glaube eher nicht. Das ist ein Höhlenlöwe. Geh mal lieber weg. Geh mal lieber weg, glaub mir. Das ist besser für dich.
Wow, wow, nein! Der haut mir direkt 4 Lebensbalken weg. Was ist mit dem los? Ach, das ist der hier. Ja, hau ihn. Komm. Oh nein. Moment mal. Habt ihr das gesehen? Das ist ein Zaun gewesen. Ich möchte ja nicht die handwerklichen Fähigkeiten der Leute in der Steinzeit in Frage stellen, aber haben die da wirklich einen Zaun bauen können damals? Okay, die Jäger sind noch nicht so lange fort. Das heißt, wir können auch mit weiteren Feinden rechnen. Hier haben wir Südsteinstaub. Machen wir gerade mal. Heben wir alles auf. Und wir können unseren Speer verbessern. Traumhaft. Wie sieht er jetzt aus? Oh, das sieht schon ziemlich neumodisch aus. So einen habe ich auch. Damit fange ich mir auch mein Essen immer selbst. Hier haben wir die Tatzen. Ja, das sieht eher nach Bärentatzen aus. Oh Mann, hier hat es ein ordentliches Dingens gegeben. Artilleriefeuer. Hars Hassan, Guaras Hars Grabash, Yadarwa Trauba, Samwantar Hars Barshash. Komm, wir lassen uns nicht auf die Leute ein. Die sind mir... Autsch. Wir sind viel wertvoller als die. Einfach den Arroganten mal raushängen lassen. So, wo? Ach, da! Warum siehst du mich denn überhaupt? Du kannst nichts machen. Warum will der denn sterben? Ich würde die alle in Ruhe lassen. Halt die Fresse. So, danke. Weiter geht's. Was haben wir hier denn? Fußspuren gehen nach Norden. Oh, jetzt haben wir 2 Punkte wieder. Dann gehen wir erstmal hier hin. Ich glaube, der Baum war wieder so ein bisschen abgeschabt. Wahrscheinlich hat er sich damit die Krallen nochmal geschärft. Oh, was haben wir hier denn? Hey, was kommst du denn überhaupt dazu? Feiger Vogel, ey. So, was haben wir jetzt gemacht? Hier an der Stelle, was haben wir hier gemacht? Irgendwas muss ich doch Besonderes gerade erledigt haben. Na okay, egal, wir sind auf der Jagd. Kommt. Ich hole mir noch so einen Speed Booster. Die Wege, die man überbrücken muss, die sind halt ein bisschen lang. Oh, eine Schlange. Da hat sogar der Bär vor Angst. Ist ein Bienenstock gegen einen Bär so stark? Crazy. Ey, wir sind bis jetzt echt gut im Beweise finden, ne? Egal, wo ich hinlaufe, direkt haben wir einen Beweis. Ohne Mist, ich könnte Sherlock Holmes sein. Ich bin einfach Sherlock Holmes. Oh, und hier können wir schon Fallen aufstellen. Wahrscheinlich gibt es hier den ersten Kontakt. Oder auch noch nicht. Oh Mann, die sind da oben alle. Und der Bär zerfleischt gerade alle. Hört ihr das? Die ganzen Schreie. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich helfe erstmal den Bären, ganz ehrlich.
Oh nein. Jetzt, wäre ich doch eher für die Isila. Oh Mann. Unser Dingens. Kollege hier attackiert ihn gerade. Ja, ich glaube, ich habe ihn getroffen. Boah, der große Nabelbär. Auch der ist super stark. Moment. Okay, er ist in Brand gesetzt. Oh nein, ich brenne. Und du bist nicht so stark wie der, oder was? Ich will dich füttern. Ich will ihn doch nur füttern. Warum darf ich das nicht? Warum darf ich meinem Tier kein Essen geben? Ah, durch den Dings durch und... Leb! Leb! Heil dich! Ich brauche eine Falle. Das ist unglaublich, ey. Der brennt. Komm hier rüber. Ah! Der zündet hier noch alles an. Der zündet hier alles an. Das Gute ist natürlich, dass der auch extrem viel Schaden abkriegt, aber das Schlechte ist einfach, dass die alle Schaden abkriegt. Ich habe kein Hartholz. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Och, komm. Das bisschen, was auf dem Boden noch lodert. Zieh dich zurück. Oh nein, jetzt fokussiert er uns. Aber er brennt halt immer weiter, ne? Ich weiß nicht, ob er es merkt. Ey, ich will meinen Speer nicht anzünden. Anfangs wollte ich das. Und der Plan war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, komm mal zurück. Komm zurück. Komm zurück, habe ich gesagt. Wirst du wohl. So, komm. Wir müssen uns erstmal erholen von dieser Attacke. Ich heb hier ein bisschen Südsteinstaub auf und du frisst noch ein bisschen was. Komm. Puh. Okay. Jetzt geht's weiter. Die Höhle durchsuchen nach ihm. Halt wirklich gar kein Holz. Plaschka-Höhle. Hey, jetzt kommt auch endlich Venture-Ereignis abgeschlossen. Na super. Besser spät als nie. Oh, jetzt wird's... Okay. Okay. Ach, der ist schon in der Falle. Okay. Okay, komm, 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 komm. Wir müssen hier noch eine Falle legen. Tiger, rüber. Oh, das wird jetzt interessant. Unser Tiger greift ihn nicht an. Unser Tiger greift ihn nicht an. Warum nützt du die Synergieeffekte nicht, die wir durch das Dingens haben? Oh Mann. Ach, Moment. Ich habe eine Idee. Tut es dem Bären jetzt was? Och, komm, das tut eher mir was. Oh oh. Oh oh. Irgendwas, wenn ich ihm... Das bringt nichts. Ah, ist...
ist, du dummer Tiger. Okay, gut. Oh, komm schon, ey. Oh nein. Das wird jetzt schwierig. Das wird jetzt echt schwierig. Autsch. Okay, schnell in die andere Richtung. Wir haben uns ein bisschen Zeit erkauft. Komm, jetzt kann ich dich heilen. Vielleicht auch komplett. So, und beim nächsten Mal machen wir ihn einfach fertig. Komm. Jetzt kommt er an. Ich stelle mich hier hin. Er sieht mich nicht. Doch, er sieht mich. Verdammt. Jetzt sag nicht, dass er runtergefallen ist. Ja, er kommt wieder. Unser Tiger ist wieder da. Ich dachte, er wäre runtergefallen. Nein, du gehst hier nicht weg. Du gehst hier nicht weg. Komm zurück. Komm zurück. Ich will dich nur zähmen. Komm zurück. Oh ja, hier haben wir seine Duftspur. Da oben steht er zum großen Showdown. Da ist er. Mann, wie schön ist der Ort hier, ey. Ach komm, warum fokussiert er mich direkt an? So, du richtest keinen Schaden mehr an. Okay, erstmal heile ich dich. Und jetzt du. Wie viele Narben der auch hat, ne? Ja, dann muss man aber auch sagen, wenn so ein Tier so viel erlebt hat, kann man das Aggressionspotenzial des Tiers auch nachvollziehen. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Und damit hätten wir die nächste Jagd abgeschlossen. Meine Fresse, wie zernarbt der aussieht. Er heißt halt großer Narbenbär, aber dass es so übel sein würde, das hätte ich kaum gedacht. So, und wir vergleichen mal ganz kurz die Werte. Gut, er hat ein bisschen weniger Tempo und kann auch schlechter schleichen, aber dafür lockt er Gegner im Kampf auf sich. Also, die fokussieren euch gar nicht mehr. Krasse Folge mal wieder. Gut, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ziemlich heftig, was wir heute erlebt haben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Far Cry Primal. Haut rein.